Tag 32, oh, passt. Also du musst ganz sicher bandagiert und erholt. Ich hatte nur gestohlen, nicht jemanden umgebracht diesmal. Doch, ich habe jemanden umgebracht, scheiße. Okay, die ist 100% depressiv. Das auch noch. Und die Angriffe haben nichts gestohlen. Also machen wir jetzt einen guten Lauf. Komm her. Irgendjemand von euch. Was essen. Biografie kann ich auch lesen gleich. Sehr euch nur meine Wunde an. Bitte, ihr müsst mir helfen. Ja. Mir wäre lieber, wenn wir hier niemanden verletzen, aber wenn unser Überleben davon abhängt. Ich muss ein paar Bandagen finden. Ohne sie werden wir nicht überleben. Ja, vor allem sie nicht. Warum habe ich kein Wasser wieder? Und der letzte im Bunde. Die Realität ist grausam. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir genauso grausam sein. Ja, damit hat er leider recht. Es war auch klar, dass ich irgendwann die Traurigkeit habe. So, jetzt koch mal was Gescheites. Zwei. Ich brauche jetzt mal drei Sachen zu essen, aber damit kümmere ich mich gleich. So, iss was und dann geh schlafen. Du brauchst den Schlaf den ganzen Tag. So, und du kannst auch was essen. Du bist leicht krank, hoffentlich. Werde ich noch unter Kontrolle kriegen. Wir brauchen mehr Brennmaterialien, bitte. Stellen. Boah, ist die am Arsch. Erholt sich, bandagiert, mein Gott. Aber so ist das Leben in den Kriegszeiten. Ich bin vor allem gespannt, wie gesagt, ob wir irgendein interessantes Ende finden als Todd. Oder überhaupt ein Ende. Ich weiß nicht, ob Game Over als Ende zählt. So, jetzt habe ich alles dafür. Ich möchte das einfach herstellen. Ich habe so lange drauf gewartet. Mach das. Bin gespannt, was ich jetzt so alles entwickeln kann. Warum sind wir einfach kein Hill so wie sonst? Dann könnte ich alle umbringen, ohne mich um meine Moral zu kümmern. Aber nein. Okay. Genau, das hatten wir, denke ich, alles. Ist eigentlich nur die Weste neu. Wie, ich habe die Weste nicht mehr. Habe ich die verkauft oder was? Na toll, jetzt muss ich die Weste finden. Was gegen deine Krankheit. Ich kann es mir nicht leisten, dass hier noch mehr Probleme haben.
So. Puh. Ich denke, das war's. Die Frage ist, wer ist fit genug, den ich losschicken kann? Hungrig, verletzt, schwer verletzt. Traurig, leicht krank. Soll ich tatsächlich mal ausbleiben diesmal? Verletzte und Kranke. Also du kannst Wache stehen, du schläfst im Bett, ihr zwei. Ja, was soll ich denn anders tun? Tag 33 direkt, das ist, denke ich, das erste Mal, dass ich sogar drin geblieben bin. Ja, es verrückt mir. Brunnen geht es offensichtlich nicht. Oh Gott. Wenn ich das schon sehe, so viel. Ohne Bandagen ist unser Schicksal besiegelt. Wir müssen welche finden. Hungrig, Trank, warum seid ihr traurig? Alle. Bei der Bushaltestelle erfuhr ich von den anderen Pendlern, dass wir belagert werden und kein Bus in meine Stadt fährt. Ich war am Boden zerstört. Nur wegen mir blieb meine Freundin da und flüchtete nicht zu ihrer Tante ins Ausland. Ich überredete sie zu bleiben und jetzt, ich weiß gar nicht, ob es ihr gut geht. Seit der Belagerung habe ich nichts von ihr gehört. Was ist an dir neu? Ist das geblinkt oder nicht? Naja. So. Verletzt, verletzt. Müsst ihr echt alle bandagiert werden? Umri, krank, traurig. Mann! So, Krankheit, da. Kochen, ich hab nichts zu essen. Doch, da ist was zu essen. Hallo, solltest du nicht jetzt was hier machen? Was kommt davon, wenn man den halt depressiv macht? Dann wollen sie nichts mehr. Nee, du bist noch hungrig. So. Die Tür auf. Verletzung, gut, das, die Vernetzung muss ich erstmal loswerden. Hallo? Also, nein, das ist nicht so. Hallo, Sie kennen mich nicht, aber mein Vater hat mir erzählt, wie Sie dabei geholfen haben, ihm aus dem eingeschützten Gebäude zu bergen, um ein paar Bandagen mit ihm geteilt haben. Ohne Sie wäre er jetzt tot. Ich weiß nicht, wie ich mich jemals bei Ihnen bedanken kann. Ich habe nicht viel, aber nehmen Sie doch bitte die Ohrringe. Sie gehörten meiner Mutter. Nö. Ja, gib her. Bitte, bitte, bitte. So, hungrig, krank, müde, ma. Gegen Krankheit ist geholfen, gegen... Der ist aber nicht traurig. Warum? Achso, du bist noch hungrig wegen Ding. Ess was. Koch dir was Feines zusammen. Ein bisschen Koch. Hab ich eigentlich Ding? Eine Feuerstelle. Ich brauche mal wieder Holz, auf jeden Fall. Sonst hält das Feuer hier auch nicht lange aus. Gut. Dann war's das mal wieder. Ganz schnell geht's. Und ich hoffe, einen von denen geht es mal ein bisschen besser. Damit ich wieder hier ein bisschen plündern kann. Krank, verletzt, verletzt, bla bla bla. Ich nehme an, dass ich sowieso gegen kaum Widerstand gehe. Dann schicke ich Bruno los.
Ihr seid verletzt, deswegen pennt ihr. Und du plünderst bitte. Genau, immer noch das da. So, ich brauche etwas, um mich zu wehren, mein Gott. Ein Messer ist gut. Sturmgewehr und 4 Muni. Und den Helm nehme ich auch noch mit. Dann geht mir aber wieder so viel Platz weg. Dann nimmt das weg, die sind eh unbewaffnet. Ich kann mit dem Messer kämpfen. So, ab geht's. Hoffentlich haben die genug zu essen. Holz weiß ich, aber Essen weiß ich nicht. Die sind noch da. Interessant. So oft wie ich komme, könnte man ja denken, dass sie gehen. Da ist jemand auch sehr depressiv. Im rechten Haus ist ja so gut wie nichts mehr. Nutzlos. Außer vielleicht hier irgendwo in dem Schutt. Die können mich auch hier durchsehen. Aber interessieren die sich für mich? Warum haben die eigentlich ihre Sachen vorne gelagert? Wer macht das schon? Essen. Ganz wichtig. Bandagen habt ihr keine mehr. Wasser habt ihr, das ist gut. Habt ihr Brennzeug? Anscheinend. Ich kann auch aus Holz oder aus Büchern machen. Ich jacke die Hose. 6, 8, das würde reichen für den Anfang. Ich weiß nicht, was ich für Tabak brauche. Ich sollte es mitnehmen. Davon kann ich einen riesen Berg mitnehmen, das ist gut. Nehmen wir 2 Bücher weg. Ich brauche mindestens eins. Sägeblatt. Sonst komme ich nicht in die Mitte rein. Wie die das machen, weiß ich nicht. Ich hoffe nur, der wird nicht traurig sein. Bruno ist eigentlich der Typ, der immer sagt, ja, mach halt. Wir brauchen es zum Überleben, dann mach halt. Gut, den Rest kannst du rennen. Deswegen hoffe ich, dass er nicht so empfindlich ist. Ja, wenn ich trotzdem nicht bald weiterkomme, dann hilft mir die Kirche auch nicht, selbst wenn ich ihnen alles wegnehme. Oh, die kalten Tage sind vorbei! Oh, geil! Na, der ist traurig. Ich habe nicht vor, hier zu sterben. Wenn das bedeutet, dass ich ab und zu stehen muss, dann werde ich das tun. Guter Mann, Bruno. Vielleicht hätten wir nicht stehlen sollen, aber wie sollen wir sonst überleben? Ich denke, mit ihm kann ich mich am meisten identifizieren. Immer dieses Zwiegespaltene. Es ist so schwierig, an Vorräte heranzukommen. Ohne die Vorräte, die Bruno gestohlen hat, würden wir noch schlechter dastehen. Dann brauche ich nichts mehr zum Wärmen, ja. Yeah. Auch wenn es immer noch 12 Grad sind, ja. Yeah. Warum ist es kalt? Du bist 12 Grad genug. 11 Grad. Okay, verletzt, leicht krank. Sehr müde auf jeden Fall. Einer von euch muss aufwachen. Beide sind verletzt. Dann wach du mal auf und ein bisschen verschlafen. Natürlich Feuerstelle, aber nur. Sehr schön, dass ich so viel Rohstoff habe.
Bandagen habe ich leider nicht mehr. Ich kann mich zwar damit Materialien vollmüllen, aber was bringt das auf Dauer? Das Holz kann ich leider nicht zurücknehmen. Ich verstehe jedenfalls nicht wie. So, na komm. Ich brauche was zu essen. Ja, ist okay. Ja, das will ich ja gerade machen. Wenn du mich lässt. So, du brauchst was zu essen und du brauchst was zu essen. Schon wieder der Händler, Alter. Alter Falter Verwalter. Aber das hilft mir halt auch nicht auf Dauer, der Typ. Du kannst zwar in Notlagen helfen, wenn ich mal tatsächlich nichts habe. Aber ja. Ja. Darfst du? Ich kann Zigaretten herstellen. Und selbstgezogenen Tabak. Was brauche ich, um das weiterzuentwickeln? Viel zu viel. Vier Zigaretten kann ich damit herstellen. Und das liegt nur an dem da. Ich guck mal ganz kurz, was ich alles brauche. Bandagen kann ich auch herstellen, theoretisch. Dafür brauche ich Alkohol. Und Alkohol kann ich hier machen. Und für den brauche ich nur noch Zucker. Also wenn ich Zucker habe, kann ich das herstellen. Und wenn ich Alkohol habe, kann ich... Und vier Teile, dann kann ich das herstellen. Und ach Gott. Das. Ja, es hat tatsächlich, hätte tatsächlich Vorteile, wenn man an Anfang an Destillateur damit und dann nach und nach immer eigentlich die nutzlosen Sachen nimmt und damit was Nutzvolles macht. Das Problem ist, durch das Stehlen bleibt halt ihre Traurigkeit und ich kann dagegen nicht viel machen. Hey, was hast du denn Schönes? Ja, du bist mal irgendwie voll. Wie kann das sein? Ja. Damit kann ich mehr Zigaretten herstellen. Das ist wahr. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt möchte. Was möchte ich denn überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Es gibt ein paar Teile auf jeden Fall. Die Karotte noch. Habe ich irgendwas zum Tauschen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was ich dir geben soll, Mann. Das Problem ist, ich habe keine, wie soll ich sagen, kein... Warum bist du eigentlich verletzt? Ich habe keine richtigen Pläne. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Vielleicht der Kräutergarten wäre als nächstes gut. Dafür brauche ich Teile. Kräuterbergstätte, oh, das ist sogar billig. Dafür brauche ich Teile. Brennblase, Verstand brauche ich Teile. Und das da. Dafür brauche ich elektrische Teile. Also wenn ich diese Werkstätten habe, läuft es viel besser.
Gut, habe ich Essen im Moment? Ich habe 2 DS, das ist, naja. Aber ich kann nicht nochmal plündern. Wenn ich noch einmal plündere, dann ja eben von traurig zu depressiv und dann wollen die gar nichts mehr machen und sind schrecklicher als Sims. Ich habe kein anderes Ziel an sich. Ich weiß noch, was ich noch. Die Militärbasen kann ich immer noch nicht damit anfangen. Wunderbar, kannst du spielen. Was gibt's noch? Handeln habe ich jetzt nichts Spannendes. Beziehungsweise doch, ich habe doch Tabak hergestellt, gell? Zigaretten. Habe ich? Gezogener Tabak. Fast nichts übrig lassen? Hast du nicht gesehen, wie viel die haben? Ich habe nicht mal das ganze Ding erkundet. Okay, ich denke, ich gehe zum Militär handeln. Das ist so das Sinnvollste, was ich machen kann. Weil mit dem, bei dem, soweit ich weiß, ist es immer teurer. Deswegen lieber billiger natürlich bei den anderen was holen. So. Kann ich eigentlich hier was herstellen? Nein. Hör mal kurz Radio, ob was Neues ist. Dass die kalten Tage aufhören, ist ja schon mal gut. Das wurde mir aber nicht angekündigt im Radio. Siegel. Ah, da. Frisches Gemüse wird in Pogon zu einem seltenen Gut. Analysten rechnen damit, dass der Preis von Gemüse langsam steigen wird. Gut, ich habe kein Gemüse. Es freut uns anzukündigen zu dürfen, dass die Temperaturen wärmer werden. Die Temperaturen sollten in den kommenden Tagen weiter steigen. Dies dürfte den Bewohnern von Pogon etwas erleichtern. Ah, ich muss nicht mal heizen. Ja. Tag beenden und zur Militärbasis handeln. Leicht krank, traurig, bla. Mit leicht krank kann ich leben. Ah, ich möchte. Ah, wegen. Ah! Weil der Schnee jetzt aufgehört, habe ich jetzt alle überall wieder Zugriff. Aber ich wollte nirgendwo bestimmtes hin. Alles, was gesperrt war, war mir eigentlich auch so gut wie egal. Hier, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die Sachen sind. Eine große Menge an Waffen. Ich habe vergessen, was ich dafür brauche. Ich denke, die Säge hatte ich, aber dann brauche ich noch die Triche. Und die habe ich im Moment nicht. Dann Militärstützpunkt. So, was nehme ich zum Handeln mit? Das ist gut. Okay, das ist sogar noch besser. Dann nehme ich statt dem mit. Ja, das eine nehme ich jetzt auch nicht mit. Schmeiß das auch weg. So. Plündern bzw. handeln. Hoffentlich werde ich nicht erschossen. So, hallo? Ja? Wie Eindringling. Warum sind die auf mich losgegangen? Das sind Idioten. Eindringling, ich gehe durch die Vordertür, sag hallo Eindringling. Mann. Ja, dann war es absolut nutzlos. Ja, wurde ich sogar noch ausgeplündert. Ja, natürlich. Wie kann die rauchen? Ich habe die Zigaretten mitgenommen.
Der Kraulnetzbrunner hat nach der Freundin, ja. Weil es nicht Zielgruppe, wir haben es geschafft. Sie haben alle geworfen, keine Monster gefangen, aber haben nichts gestohlen. Gut. Einen Moment, ganz kurz.